29. Juni. Stellt euch vor, Herr Wilcox kam heute in einem Wagen. Er ist krank und muss im Bett liegen. Da er niemanden hat, der sich zu Hause um ihn kümmert, lud Mama ihn ein, sich in unserem Haus auszukurieren. Es tut mir leid, dass er krank ist. Ich freue mich jedoch, dass er da ist. Als ich Mama fragte, was er hätte, sagte sie nur: Ach, nichts Ernstes. Und ließ mich damit stehen. Mutter muss es Janet erzählt haben, die es wiederum Mildred berichtete und von der ich erfuhr, dass er irgendwo ein Karbunkel hätte. Ich wundere mich, was das ist. Ich weiß nur, dass Mutter eine Brosche mit einem Karfunkel trägt, die Papa ihr zu Weihnachten schenkte. Ich glaube, das Karbunkel von Herrn Wilcox muss sich an der Stelle befinden, worauf er sitzt. Als ich heute zu ihm ging, um mich nach seinem Befinden zu erkundigen, bemerkte ich dort eine schwarze Wolke in seinen Lichtern. Ich zog es vor, zu schweigen, denn ich befürchtete, er könnte verlegen werden.